Und damit wieder hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Wir gucken jetzt mal, was hier noch im Dachboden ist. Oh, ich sehe wieder verdammt viel Loot. Und ich sehe verdammt viel Tod wahrscheinlich auch noch. Wir gucken trotzdem mal, was wir hier so alles haben. Oh, ein Glas Honig. 2 Glas Honig. Gesundheit 2, Nahrung 8. Ich würde mal benutzen. Einmal. Jetzt haben wir hier einen angeblich leeren Koffer. Bogenschießen für Ranger Band 6. Warte. Lernt deinen Bogen richtig zu reinigen und warte und zu warten. Bögen nutzen sich 20% langsamer ab. Dann haben wir hier Eisenbrecher-Mod. 15% mehr Schaden gegen Eisen. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. 11 Munition. Ich weiß jetzt, warum ich mir das wieder aufgeteilt habe. Den Bogen müssen wir mal mitnehmen. Das würde ich rausschmeißen. Das würde ich mitnehmen. Und dann würde ich gerade mal gucken. Eisenbrecher-Mod. Verändern. Okay. Wenn die Gesundheit unter 50% sinkt, wird alle 5 Sekunden einen Punkt gewonnen. 15% mehr Schaden gegen Holz. Ich könnte ja eigentlich den hier verändern. Und das dann dahin tun. So. Gucken wir mal, was uns hier noch erwartet. Geschmiedeter Stahl. Mal den Zement weg. Das können wir zerlegen, aber das hier würde ich noch gerne mitnehmen. Was können wir denn wegtun? Den hier. Klebeband mitnehmen. Nägel. Mal da noch ein Ding drauf, das habe ich gar nicht gesehen. Gefütterter Brustpanzer. Das kann man direkt benutzen. Komm, die zerlegen wir mal. Ach, nicht fallen lassen. Okay, ich habe es nach unten fallen lassen. Was haben wir denn da? Okay, das ist nur dafür. Das zerlegen wir mal schön. Der Verband hin, da kann man zerlegen. Könnte man mal hallo. Immer diese aufdringlichen Kerle. Tabletten. Tabletten sind schon mal gut. Das zerlegen wir. Das nehmen wir mit. Komme ich jetzt hier wieder raus? So komme ich hier wieder raus. Ich wollte eigentlich hier auf dem Boden auch nochmal gucken, ob wir irgendein geheimes Vorratslöchlein finden, aber ich glaube, hier ist eher keins. Zum Keller kommen wir. Ja, nee, da ist keins. Das ist keins. Ja, dann gehen wir mal nach oben nochmal nebenan in die Scheune. Ich weiß, wir sind eh schon überladen. Aber man gönnt sich ja sonst nichts, würde ich sagen. Bogen ist unberührt, nur Federn. Ich will aber Eier. Meine lieben Freunde. So, das ist das Ding, wo es dann in den Keller ging.
Da habe ich aber noch was gesehen. Leerer Müll. Nehmen wir mit. Genau, hier war nämlich nichts mehr, kann man nicht sagen. Okay, dann muss ich es halt kaputt machen. Hallo Handtasche. Jetons brauchen wir. Nehmen wir mit. Da war Benzin drin, haben wir mitgenommen. Haben wir das Auto gar nicht durchsucht? Läuft bei uns. Wir sind ja mutig drauf. Das brauchen wir nicht. Die können wir zerlegen. Den Kleber brauchen wir. Messing will ich nicht. Genau, da haben wir schon nachgeschaut. Da ist noch mal Eisen. Ich habe einen gehört, ich sehe ihn aber nicht. Ah, da hinten. Da liegt auch einer. Oder sind mehrere? Oha. Und die lässt jetzt was fallen. Dankeschön. Und der lässt auch was fallen. Seid ihr denn deppert, jetzt hier andauernd was fallen zu lassen? Hat der versucht, da rauszukommen? Okay. Wo hatte ich denn? Da hatte ich einen Teil hiervon. Komm, die Nägel zerlegen wir mal auch. Was haben wir denn hier? Dose Erbsen. Nochmal Munition. Die Dosen Erbsen werde ich jetzt sogar direkt benutzen. Und die Dosen müssen wir zerlegen. So, was haben wir denn hier noch drin? Nutzer direkt auch mal. Wo ist die Dose hin? Weg. Egal. Dann noch mal Mais. Hallo Zombie. Da hätten wir auch noch mal Eber. Das ist sehr gut. Da hinten wandelt noch einer. Nur Federn. Oh. Das war ein Headshot. Mal wieder. Was haben wir denn hier? Leerer Müllhaufen, das können wir direkt zerlegen. Mitnehmen, mitnehmen. Medizinische Vorräte zerlegen. Okay, das ist nicht so effektiv, wie ich mir das erhofft habe jetzt. Wo ist denn der Gönner-Zombie? Kommt, der gönnt jetzt auch. Okay, ich habe gehofft, die gönnt, aber die hat mich gegönnt. Die war gemein. So, schön nochmal die Fässer abholzen. In der Hoffnung, dass vielleicht doch noch irgendwas drin ist, aber nein. Wartet aber trotzdem bestimmt noch irgendwas. Geschmiedeter Stahl.
Sorgt der Müll. Die Karre könnte ich manchmal gut gebrauchen bei meinen Loot-Sessions. Hier wartet bestimmt auch irgendwo ein Zombie. Und wenn er da oben irgendwo wartet. Aber er wartet. Könnte ich meinen Hintern für verwetten? Mal wieder. Ah ne, von der anderen Seite. Okay. Da nehme ich rauf und dann darüber. Da wartet schon Mrs. Zombie. Okay, das war nix. Was haben wir hier? Müll. Nein. Okay. Aloe Vera. Nehmen wir gerne mit. Da haben wir ein Heftchen, was war wieder. Tagebuch des Jägers. Geier sind üblicherweise in der Wüste anzutreffen. Verletzte und sterbende Beutetiere ziehen sie an. Verursacht 10% mehr Schaden an Geiern. So. Munition. Hat da auf jeden Fall. Ich glaube, das war. Ja, komm, die zerlegen wir auch mal. Hier gucken wir gerade mal, ob wir eine bessere haben. Das ist nämlich gefütterte Handschuhe. Ja, die sind schon recht gut. Beweglichkeit 2 plus 6, Ausdauer plus 9, Geräuscherhöhung minus 20%. Max Haltbarkeit ist weg. Kritischer Rüstungswiderstand, Explosionswiderstand, Rüstungswert leichte Rüstung, das ist ja fast schon egal. So, dann ziehen wir das an, sind noch mal ein bisschen leiser, die zerlegen wir auf jeden Fall. Und dann gucken wir mal. Verändern. Nee, für was ist das? Diese Modifikation kann für Nahkampfwaffen und Werkzeuge verringert die Abnutzung um 25%. Nehmen wir den doch noch mit dazu. So, das sowieso. So, Reparaturkit brauchen wir immer. Das brauchen wir auch. Komm, wir packen den mal weg und nehmen das dafür mit. Bruchsand brauchen wir gerade nicht. So, ansonsten, da ist noch ein Rucksack zu erreichen. Oh. Ein Rucksack mit einer Dose. Yeah. Das können wir eigentlich auch wegschmeißen. Brauchen kein Papier. So, dann haben wir das ausgelootet. Für die Eberchen kommen wir safe nochmal zurück. Daran soll es nämlich nicht scheitern. Hat das Kopier schnell abgebaut. Geht ja schnell. Dann treten wir die Heimreise an. Weg ist das Auto. So, ich muss so kurz den antworten, Entschuldigung. Aber hier ist, scheint auch, glaube ich, ein Wolf in der Nähe zu. Ist das eine Stadt da hinten? Oh mein Gott, da geht es noch so viel weiter. Eine ganze Stadt ist da noch. Würde mich trotzdem vielleicht
erstmal nach Hause verpieseln. Oh, da stehen noch welche auf. Sehr schön. Vielleicht gönnt ihr der ein oder andere. Level up. Also ich bin normalerweise auch nicht, obwohl doch, ich bin lootgeil. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin schon mächtig daran interessiert, Loot abzugreifen. Deswegen mache ich das auch erst. Da hinten ist noch ein Dicker. Ist das ein Dicker? Nein, kein Bodyshaming ist kein Dicker. Es tut mir leid, ich habe dich dick genommen. Zurückgelassener Müllhaufen. So, dann despawnt das irgendwann. So, in welche Richtung war jetzt unser Haus? Das war hier, okay. Also zweimal über eine Brücke. Über die und über die nächste. Da hinten ist auch wieder ein Zombie. Den nehmen wir aber auch noch mit. Oh, Nest. Ein Ei. Dankeschön. Ihr gönnt ja richtig mit einem Ei. Ich habe keinen Platz mehr dafür. Schade. Also nicht weiter kaputt machen. Aber wo ist der Zombie hin, der hier war? Och, Menno. So schnell wie die kommen, gehen die auch wieder. Ja, ruhig mal was bleiben können noch. Und holzen wir mal das Coupé hier noch ab für das Eisen. Wenn wir dann gleich zu Hause sind. Hallo? Was ist jetzt los? Ah. Wenn wir dann gleich zu Hause sind, schmeißen wir natürlich auch wieder Metallbarren an. Die werden wir brauchen für unsere Spikies. Fängt gerade auch an wieder zu laggen. Meistens eigentlich kein gutes Zeichen. Weil dann viele Zombies kommen. Aber ist ja kein Problem. Zombies machen uns doch nichts aus. Okay, doch eigentlich schon. Sehr viel sogar, je nachdem, was es für Zombies sind. Wenn es jetzt wieder unsere Schreihalsdame später ist, dann sowieso schon dreimal. Das will ich natürlich nicht hoffen. Ich kann ja gerade mal gucken, Kohle. Wie stellt man denn Kohle hin? Kohle her. Ah, okay. Bergbau. Es fängt an zu laggen, ich weiß nicht warum. Es fängt an zu laggen, ich weiß nicht warum. Wir sind auch nur ein bisschen überladen. Ich sehe ein Nest. Unberührt. Kein Ei. Auch noch ein Nest. Auch unberührt. Auch kein Ei drin. Ach.
So, dann würde ich mit aller Gemütlichkeit sagen, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge, weil ich glaube, jetzt auf dem Rückweg wird nichts Spannendes mehr passieren. Ich würde jetzt auch dann eine Aufnahmepause machen. Es sind jetzt gerade nur 4 Folgen entstanden an dem jungen Abend. Aber ja, morgen ist auch noch ein Tag. Bin ja sehr gut in der Vorproduktion, zumindest was das angeht. Und wie gesagt, dann sehen wir uns morgen. Nein, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Bis dann. Ciao, ciao.